So Leute, neue Challenge. Natürlich am letzten Tag des Monats werde ich mich mal ranwagen. Für Waden. Also jede Stufe 10 Wiederholungen. Hier, Stefan macht das mal eben vor. So wird das denn aussehen. 1300 ist gerade Rekord. Ich wage mich da natürlich ran, also kein Problem für mich. So, und dann lege ich auch gleich los. Caro, du musst mal eben hier mein Knüppel halten, also mein Handy, damit ich da die Dinger machen kann. Kein Gewichtsverlust, kein zusätzliches Gewicht. Also ich muss alles einsparen. Ja, Holle, ich wünsche dir... So Leute, 640 habe ich jetzt. Tobi, ich hatte das Glück, dass die Studioleitung mir auf die Finger guckt. Bringt Spaß, mich zu quälen, Tobi? Auf jeden Fall. Nochmal das Ganze. Ja, also noch. Wer hätte es anders gedacht, Leute? Es war klar. 2020, da habe ich mal 2020 gemacht. 202 Stufen. Ben ist mein Zeuge, er war durchgehend dabei. Ben, habe ich es geschafft oder habe ich es geschafft? Er hat es geschafft. Und es waren auch tatsächlich 5 Frauen sind noch vorbeigegangen. Meinen, was für sexy Pump ich in den Waden habe. Ja, völlig krank. Zeig mal da unten. Sieht man das noch? Guckt euch diese Waden an. Ja. Immer noch aufgepumpt. Ja. Ja. Und 2 sind sogar vorbeigegangen, meinten, die sind tatsächlich ein bisschen feucht geworden. 2 Frauen. So Jungs, wir haben ja ordentlich Mist hier gehabt. Jetzt müssen wir ja wieder Caro holen. Ne? Ruf sie mal eben an. Ich gehe mal eben hoch. Caro, einmal saugen bitte. Ich bin noch mal eben spazieren und ich muss den Spaziergang unterbrechen. Ich weiß nicht, was für ein kranker Hund das ist, aber guckt euch die Maschine an. Also ich glaube, weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber das ist so ein riesen Haufen Scheiße. Das ist unglaublich. So Leute, für mich geht's gleich nach Hamburg. Ich fahre mit einem Kollegen dahin. Wir treffen uns mit einer Freundin von ihm und noch einer anderen Freundin, werden da den Abend verbringen. Aber kein Muschi-Checkle und so, ne? Also das sind ganz, ganz ordentliche. So, ne? Also nichts Falsches denken. Und ich werde jetzt auch kein riesen Drama drum machen. Es könnte sein, dass es meine letzte Story ist. Dieses Jahr vielleicht. Manche sagen es so, vielleicht auch nicht. Aber wenn dem so sein sollte, einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr, Leute. Macht euch einen schönen Abend. Ich hab euch lieb. Kurzes Fazit, Leute. Wir haben jetzt ein bisschen gezockt und der Meister aller Klassen hat wieder voll rasiert. Es wurde aufgegeben gegen mich gerade. Ich war im Endgame und man will einfach nicht mehr gegen mich antreten, weil ich echt, also Halligalli, was macht ihr so? Bin ich der Champion? Leute, ich wurde verarscht, jetzt ohne Scheiß. Mir wurde gesagt, das ist Kostümparty. Aber ich bin nicht so angekommen. Ich bin normal angekommen und dann habe ich die überführt. So Sherlock Holmes Style. Ist ehrlich so. 4, 3, 2, 1, ja! Ach, Scheiße! Doch jetzt! Oh ja, oh ja! So viel zu keine Storys mehr heute. Aber ich wünsche euch alles Gute, alles Gute, dass ihr alles erreicht und eure Ziele und glücklich werdet. Und ich bin nicht besoffen und nicht bekifft. Ich schwöre auf meine Mutter. Seht ihr das? Oh, ein Gedicht, ein Gedicht. Bam! Bam! Party! So, ab geht's nach Hause. Noch eine von den Mädels nach Hause gebracht. Oh, was ist da? Also das habe ich den ganzen Abend das aufgestaut. So, also jetzt geht's schön ab nach Hause. Und wer sagt, ich habe gesoffen oder sonst was, also auf keinsten. Hier, mein Kollege ist noch voll auf Suff jetzt. Aber ich nicht, Freunde. Also sonst würde ich ja jetzt kein Auto fahren, ne? Und morgen, ach scheiße, jetzt sieht man mich gar nicht. Morgen geht's nach Holland, glaubt mir.